Mit dieser wundervollen Musik begrüße ich euch, liebe Zuschauer, zur großen Ankündigung von Game of Chords Staffel 3 Battle of Westeros. Ja, es geht dieses Mal nicht in unser klassisches Crusader Kings 3 Spiel bei unserem Event, sondern in die Welt von Westeros, in die Welt von Game of Thrones. Organisiert wie immer von Strategie-Ecke und mir werden wir dieses Mal hier in Westeros unterwegs sein, und zwar am Freitag und am Samstag jeweils ab 17.30 Uhr, also am 27. und 28. Oktober jeweils ab 17.30 Uhr auf allen Twitch-Kanälen der Teilnehmer. In diesem Video möchte ich euch kurz nochmal vorstellen, wer ist denn jetzt alles dabei bei diesem Event, und möchte dann vor allem auf meine Rolle, die ich spielen werde, etwas näher eingehen, euch ein bisschen zu den Hintergründen erzählen und zur Mod insgesamt. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Und zwar, wer spielt denn welche Familie, wer spielt welches Haus, wer ist überhaupt insgesamt mit dabei. Ich selbst werde den Norden und damit das Haus Stark verkörpern. Und dann gehen wir mal weiter hier in den Süden. Im grünen Tal mit dem Hause Arryn werden wir Steinwallen mit dabei haben. Die Flusslande, regiert vom Haus Tully, werden von Coppelius verkörpert werden mit Lord Hoster Tully. Und die Westlande, westlich davon, mit Lord Tywin Lannister, verkörpert von Maurice Weber. Während die Eiseninseln im Nordwesten mit Lord Quellon Graufreud, dem Vater von Balon Graufreud, von Rino verkörpert werden. Dann geht's weiter in die Sturmlande. Dort haben wir Lord Robert Baratheon, der wird verkörpert von Ranger Area. Und dann haben wir natürlich hier auch noch die Weite mit Lord Mace Tyrell, oder Tyrell, wenn man es englisch ausspricht. Da haben wir den guten Radlerauge, der das Ganze mitnimmt. Dann haben wir natürlich auch noch die Targaryens, die in dem Fall durch Prinz Rhaegar Targaryen gespielt werden. Also nicht Aerys der Zweite, der irre König, wird gespielt, sondern Prinz Rhaegar Targaryen durch Shoyoka. Und in Dorne ist Strategie-Ecke, der das Ganze mit mir organisiert. Das ist also die Verteilung der großen Häuser von Westeros. Kurz zum Start-Setting: Wir werden im Jahr 282 nach Aegons Eroberung starten, das heißt exakt zu Beginn von Roberts Rebellion. Das heißt, um jetzt einfach mal einen kurzen Einstieg für euch alle zu geben, wo wir uns gerade befinden, können wir mal kurz diesen Text vorlesen, den man zum Spielstart als Haus Stark erhält. Meine Schwester ist in den Fängen von Prinz Rhaegar und der wahnsinnige König Aerys hat meinen Vater lebendig verbrannt, während Brandon, mein ältester Bruder, verzweifelt zusehen musste. Aerys der Zweite, der irre König, verlangte von Jon Arryn meines und Robert Baratheons Vormundes, mich auszuliefern, damit ich das gleiche Schicksal erleide wie meine Familie. Jon Arryn weigerte sich. Durch meine Heirat mit Catelyn Tully aus den Flusslanden wird die Allianz der Starks, Arryns und Baratheons gegen den Eisernen Thron rebellieren, und wir stehen am heutigen Tag vor den Toren der verräterischen Möwenstadt für die Gerechtigkeit. Und so würde es dann beginnen. Man sieht jetzt hier schon direkt zu Beginn dieser Rebellion die zwei Lager. Man hat eben die Weite und Dorne als große Lords, die den Targaryens treu geblieben sind. Natürlich gibt es auch noch viele kleine Lords, teilweise auch aus den Flusslanden, teilweise tatsächlich auch aus dem Grünen Tal, die den Targaryens treu geblieben sind. Diese haben knapp über 100.000 Truppen, während die Truppen der Rebellion etwas in Unterzahl sind mit 84.000 Truppen, also durchaus ein sehr knapper Krieg. Und zu Spielbeginn würde sich dann den Charakter, den ich verkörpere, Lord Eddard Stark, der würde sich hier vor Möwenstadt befinden. Tatsächlich haben wir ihn hier direkt mit, ich glaube auch direkt noch mit Lord Robert Baratheon, genau, und Lord Jon Arryn. Also alle haben sich sozusagen hier zu dritt im Grünen Tal versammelt, um die verräterische Stadt Möwenstadt zurückzubelagern und dann Richtung Königsmund zu marschieren, beziehungsweise dann den Krieg zu führen, der sicherlich noch länger dauern und sehr knapp und sehr spannend sein wird. Recht interessant ist, dass tatsächlich in diesem Krieg die Westlande, die Eiseninseln und auch hier das Haus Frey nicht beteiligt ist, aber sie können noch beteiligt werden. Sie können sich noch einer der zwei Seiten anschließen, das heißt, das sind durchaus auch wichtige Zünglein an der Waage, wenn man einen Sieg davon fahren möchte. Insbesondere natürlich allen voran Lord Tywin Lannister mit 26.000 Truppen und Gold ohne Ende, einer der mächtigsten Männer, ehemaliger Hand des Königs. Der wird hier sehr entscheidend sein. Seine Tochter Cersei mit 16 Jahren hier ist natürlich auch noch nicht vermählt.
Das wird also noch interessant werden, wie sich dann hier in dem Fall Maurice so ein bisschen positionieren und entscheiden wird, was es hier zu Beginn gleich für Roleplay geben wird für beide Seiten. Auch wie die Eiseninseln sich entscheiden, ob sie neutral bleiben, wie es tatsächlich war, oder ob es hier ganz neue Gänge geht. Vielleicht noch kurz zum Event an sich. Wir werden nicht Game of Thrones oder auch die Bücher nachspielen. Das ist ganz wichtig. Natürlich gibt es die Grundlage der Charaktere und wir werden uns natürlich daran halten. Also ich werde jetzt nicht Lord Eddard Stark als einen grausamen Mörder spielen, der alle umbringt. Nein, natürlich nicht. Der wird jetzt auch nicht ehrgeizig sein und sagen, ich will unbedingt auf dem Thron sein. Ich werde ihn so spielen, wie er einfach als Charakter auch bekannt ist aus den Büchern, aus der Serie, und wie man ihn hier natürlich auch widerspiegelt. Also Lord Eddard Stark, 19 zu Beginn hier, 282 nach Aegons Eroberung, ist ehrlich, natürlich ehrenhaft, treuherzig, gerecht. Ein fähiger Taktiker und ein erfahrener Kämpfer, also er ist auch gut im Kampf durchaus. Hingegen Ränkespiel kann er überhaupt nicht. Das ist auch alles nachvollziehbar. Hier haben wir Lady Catelyn Tully. Und ja, so wird er dann natürlich auch gespielt. Aber das heißt nicht, dass wir alles jetzt so nachspielen, wie es dann tatsächlich gekommen ist. Es kann sein, dass sich unsere Entscheidungen einfach dass die abweichen von der Serie. Dass dann halt mal jemand sagt, okay, wir verschonen jetzt mal jemanden und töten zum Beispiel nicht den wichtigen Charakter. Dann allein durch eine Entscheidung kann sich halt alles ändern. Und das wird das Spannende sein, dass sich hier die Streamer natürlich herausnehmen können, eigene Entscheidungen zu treffen im Sinne oder im Rahmen ihres Charakters und im Rahmen des Roleplays. Und es hätte ja auch genauso gut sein können, dass sich Tywin Lannister zum Beispiel anders entscheidet von Anfang an oder im Nachgang. Also das war nie 100% festgestanden, dass man sagen muss, oh, ein Tywin hätte sich ja nur so entscheiden können, wie es dann tatsächlich der Fall war. Also aus diesem Grund, meiner Meinung nach, gibt es hier ganz, ganz viel spannendes Potenzial. Erstens, wie dieser erste Krieg, der ja zu Beginn des Events Game of Cards stattfindet, wie der ausgehen wird, aber auch danach. Ich glaube fast, das Interessantere wird noch danach kommen. Wer auch immer dann König ist, das weiß man nicht. Das muss nicht unbedingt Robert werden oder ein Targaryen. Das kann tatsächlich auch jemand ganz anderes werden. Die Mod gibt die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Robert Baratheon gewinnt, kann er entscheiden, wer König wird. Da kann er sich selbst nehmen, aber er kann auch, glaube ich, ein, zwei andere Leute, die dann zur Auswahl stehen, wie zum Beispiel ein Jon Arryn oder so, kann er vorschlagen und zum König machen mit seiner Macht, die er in dem Moment hat, wenn er den Krieg gewonnen hat. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch einen Rhaegar Targaryen als König geben, falls der irre König stirbt. Oder. Es gibt also so viele Möglichkeiten und ich glaube, danach beginnt erst so ein bisschen das Spiel um den Thron vielleicht, die Intrigen, die höfische Politik, der Rat des Königs, der große Rat, wie wir ihn genannt haben, wo alle wichtigen Lords mit dabei sind. Also es wird sehr viel um die Reichspolitik gehen, mögliche Intrigen. Vielleicht hat dann einer verloren den Krieg, die Rebellion und sind aber auf Rache oder will einfach wieder auf den Thron kommen. Also ich glaube vor allem, das Spiel danach wird noch sehr spannend werden, wie sich die ganzen Häuser positionieren, wie sie sich dann verhalten und wie das Ganze ausgehen wird. Jetzt mal ganz kurz vielleicht zur Geschichte der Starks und des Nordens, dass ich euch hier auch ein bisschen mit diesem Video Wissen mitliefere zur Welt von Game of Thrones. Die Starks sind eines der ältesten Adels- und Herrschergeschlechter in Westeros. Sie führen ihre Herkunft noch auf die ersten Menschen zurück. Für alle, die sich in der Geschichte von Westeros und Game of Thrones nicht so gut auskennen, dieser Kontinent hier heißt Westeros, dieser Kontinent hier rechts ist Essos und in Westeros gab es eben einst nur die Riesen und die Kinder des Waldes und dann gab es die ersten Menschen hier auf diesem Kontinent. Da haben dann auch die Starks dazu gezählt, auch die Arryns, meine ich, waren erste Menschen und so weiter. Und später kamen dann noch von Essos aus die Andalen. Das waren also auch quasi Menschen, aber halt ja in einer etwas späteren, man könnte sagen, Evolutionsstufe oder in einer späteren Phase, dass das einfach Menschen aus Essos waren. Diese Andalen haben dann Stück für Stück die Herrschaft auch über Westeros übernommen, bis hierhin. Bis wirklich zur Grenze des Nordens, denn im Norden sind wirklich die ersten Menschen eigentlich vor allem stark geblieben und auch die Religion an die alten Götter, die eigentlich ursprünglich in ganz Westeros vorherrschte, wo es auch überall Wehrholzbäume gab, die ist im Norden eben übrig geblieben mit den Traditionen der ersten Menschen, während im Süden der Glaube an die Sieben, an die Götter, die von Essos mitgebracht wurden, hier vorherrschte jetzt und die Andalen dort vor allem die Vorherrschaft haben. Aber die Starks sind stolz darauf und vor allem auch auf ihren Begründer des Hauses. Normalerweise wird Brandon Stark als der Begründer des Hauses Stark angeführt. Vor über 8000 Jahren hat er Winterfell aufgebaut. Können wir uns jetzt hier mal kurz anschauen. Winterfell hier. Eine Festungsstufe von 22, das ist tatsächlich auch sehr hoch. Ich glaube, selbst Königsmund hat nur 20, der Rote Bergfried.
Und Brandon, der Erbauer, hat eben Winterfell errichtet. Hier haben wir Königsmund. Genau, da haben wir sogar nur 20 als Festungsstufe. Ich glaube, eins, was noch deutlich stärker ist, ist natürlich Hohenehr hier. Da haben wir 33. Das ist schon wirklich beeindruckend. Im Vergleich vielleicht auch nochmal kurz zu Casterly Stein. Da haben wir tatsächlich auch 33. Oha. Interessant. Nun gut, aber Brandon der Erbauer hat nicht nur Winterfell errichtet, sondern er hat auch zusammen mit den Riesen, so heißt es, wobei das natürlich teilweise schon als Aberglaube abgegolten wird, hat er diese Mauer gebaut, die dann im Kampf gegen die Weißen Wanderer helfen sollte. Die Mauer und Winterfell, um die Weißen Wanderer, die es damals gab, vor 8000 Jahren zurückzuschlagen im Zeitalter der Helden. Und Sturmkap soll er auch übrigens mit errichtet haben oder mitgeholfen haben. Hier im Süden. Der gute Brandon. Der Erbauer. Genau. Und dann hat sich die Geschichte so fortgesetzt, dass eben Brandon Stark und die Starks die Könige des Nordens waren, die Winterkönige, wie man sie auch nannte. Es gibt auch die die nicht niedergeschriebene Regel, dass immer ein Stark auf Winterfell auch sein soll. Und so gab es dann einen Stark-König nach dem anderen. Es gab immer mal auch wieder Konflikte, zum Beispiel mit den Boltons. Gab es auch immer mal wieder interne Konflikte. Die Boltons wollten auch schon in der Vergangenheit mal die Macht im Norden übernehmen, aber die Starks haben tiefe Wurzeln im Norden und sind dann da immer stark geblieben. Schließlich gab es noch Torrhen Stark zum Zeitpunkt, wo Aegon seine Eroberung von Westeros durchgeführt hat, ist Torrhen Stark mit einer großen Armee nach Süden marschiert, hat dann aber die Drachen und die riesige Armee von Aegon Targaryen gesehen und hat gesehen, dass er verlieren würde. Und bevor seine Männer alles sinnlos, einem sinnlosen Tod sterben, hat er das Knie gebeugt und Torrhen Stark wurde dann nicht mehr König Torrhen, sondern Lord Torrhen und Protektor des Reichs, ja, Wächter des Nordens genannt und hat sich dann den Targaryens unterworfen und so waren die Starks danach jetzt eben, ja, die Lords und Vasallen der Targaryens. 280 Jahre lang bis jetzt zum Irren König. Der Irre König hat, ja, Brandon Stark gefangen nehmen lassen. Der Brandon Stark, das ist der ältere Bruder von Eddard Stark, der ist nach Königsmund gereist, weil die Schwester von Eddard und Brandon eben entführt wurde von Rhaegar Targaryen. Also Lyanna Stark wurde von Rhaegar Targaryen entführt. Da haben wir sie, die gute Lady Lyanna Stark. Die ist eigentlich, wenn man es hier noch sieht, Robert Baratheon versprochen und verlobt. Und das hat so das ganze Fass ins Rollen gebracht. Das gab schon ein Turnier, das große Turnier von Harrenhal. Harrenhal haben wir übrigens hier. Da hat schon Rhaegar Targaryen seine Gunst Lyanna Stark gegeben und nicht seiner Frau Elia Martell, sodass ja da eigentlich eine Verbindung mit Dorne vorhanden ist. Ja, und jetzt ist es eben so, dass Lyanna Stark vermisst wird. Es gibt Gerüchte, dass sie irgendwo in Dorne von Rhaegar gefangen gehalten wird, aber man weiß nicht so richtig, was genau los ist. Auf jeden Fall wollte Brandon fordern vom König, dass sie freigelassen wird, aber der hat ihn festgenommen. Dann kam und der König hat auch gefordert, dass Rickard Stark, der Vater von Brandon und Eddard, kam. Und Rickard hat er dann von den Augen, wie wir schon gelesen haben, von Brandon lebendig verbrannt. Und auch Brandon Stark wurde dann lebendig verbrannt. Und dann war es, glaube ich, klar, dass Eddard Stark in den Krieg ziehen musste, zusammen mit Robert Baratheon für Lyanna Stark und auch für den Tod der Starks. Und Jon Arryn hatte übrigens auch die Aufforderung vom irren König bekommen, dass er die beiden ausliefern sollte. Und das hat er natürlich auch nicht gemacht. Er war der Vormund, so eine Art Ziehvater für die beiden, hat sie aufgezogen, als sie noch jünger waren. Und mit der Verlobung hier mit den Flusslanden, mit den Tullys, ist auch Roster Tully in der Rebellion dabei. Das heißt, wir haben ja einige Lords, die eng aneinander glauben, festhalten und zusammen in die Schlacht gehen. Aber man muss auch sagen, wenn man es jetzt mal militärisch, strategisch betrachtet, sind wir ein bisschen aufgeteilt. Die Sturmlande im Süden haben noch nicht ihre volle Truppenzahl ausgehoben. Das heißt, das können sie nur im Süden machen. Das heißt, die Truppen der Rebellion werden am Anfang geteilt sein. Das ist eine Schwäche und eine Stärke für die Targaryens, für das Königreich. Und ja, wir müssen dann erstmal hier vielleicht Möwenstadt erobern und dann nach Süden marschieren. Auch die Nordtruppen müssen noch final ausgehoben werden im Norden und dann nach Süden marschieren. Hier übrigens haben wir die Engen, wie man sie auch nennt. Hier gibt es eine super geringe Versorgungsschwelle. Das heißt, es ist fast ja unmöglich, hier Richtung Norden zu marschieren. Vor allem auf den Umwegen. Also man dürfte auf keinen Fall den Königsweg vom Königsweg abweichen, sonst verhungern einfach die Truppen und sterben auf diesen in den sümpfigen Regionen Richtung Norden.
Und dementsprechend ist der Norden auch an der Stelle sehr gut verteidigbar. Sollte es mal so weit kommen, dass irgendwie die Targaryens vorstoßen, wobei ja da auch die Freys eine wichtige Rolle spielen, die noch neutral sind. Die Flusslande werden es am härtesten haben von unserem Bündnis. Die werden natürlich sehr einfach angreifbar sein. Auch Schnellwasser wird nicht so einfach verteidigbar sein. So im Zentrum von allen Seiten, da wird es die Flusslande am härtesten haben und die größten Schlachten werden es wahrscheinlich in den Flusslanden oder an der Grenze der Flusslande Richtung Königsmund geben. Davon gehe ich jedenfalls aus. Ja, sehr entscheidend werden die Westlande sein. Wenn sie sich gegen uns stellen und königstreu bleiben, können sie die Flusslande überfallen und plündern. Das wäre natürlich ein herber Schlag. Auf der anderen Seite, wenn die Lannister auf unserer Seite sind, hätten wir ordentlich Truppen, um nach Königsmund zu marschieren und den irren König abzusetzen und ja, Lyanna zu befreien. Das ist wenigstens die Hoffnung, die natürlich Eddard Stark hat. Wobei es schon Gerüchte von riesigen Seefeuermengen gibt, die der irre König in Königsmund verteilt hat. Also man weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Es wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben, tatsächlich, wie das Ganze ausgeht. Ich freue mich schon sehr darauf, einen jungen Eddard Stark so ehrenhaft, loyal, ehrlich zu verkörpern. Auch im Kampfe recht gut, aber niemand, der irgendwie aus Spaß kämpft oder an Turnieren teilnimmt, sondern nur, wenn es notwendig ist oder wenn es darum geht, seinen Kampf zu schulen, er das macht. Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Und vor allem, was passiert, wenn Eddard sterben sollte. Aktuell wäre tatsächlich sein Bruder Benjen Stark sein Erbe, der ist noch nicht bei der Nachtwache. Aber natürlich ist die Hoffnung, dass Catelyn Tully hier, wenn sobald die Heirat. Sie sind sogar schon verheiratet, sobald hier die beiden eben das Bett miteinander geteilt haben, dass es ja Erben gibt, die dann danach eventuell noch nachrücken und die man dann spielen könnte. Es gibt also hier viele Möglichkeiten, wie sich das noch entwickeln wird. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu dieser Mod verlieren. Ich habe auch schon ein ausführliches Vorstellungsvideo gemacht, das könnt ihr euch natürlich auch nochmal gerne anschauen. Und es gibt sehr viele besondere Events, vor allem zu Spielstart. Also vor allem um diesen Krieg von Robbards Rebellion gibt es ganz viele Mod-Events. Für die Westlande gibt es ein Event, wie sie sich entscheiden. Die können in alle Richtungen gehen. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Für die, die das nicht wollen, werde ich jetzt mal einige Sachen nicht verraten. Nur so viel, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Sachen, die wirklich passiert sind, so auch ähnlich nachzuspielen. Aber man kann sich auch eben ganz anders entscheiden und das macht das Ganze spannend. Es gibt hier zum Beispiel die Eiserne Bank von Braavos, wo man Darlehen fordern kann. Es gibt die Maester, es gibt valyrischen Stahl, es gibt besondere Artefakte oder auch die Rüstungen. Was weiß ich, Rhaegar Targaryen hat zum Beispiel eine ganz besondere Rüstung, die dann da wieder Vorteile bringt. Und es gibt auch spezielle Truppen in dieser Mod tatsächlich. Also zum Beispiel ja, nordische, die Winterwölfe zum Beispiel sind besondere Truppen des Nordens, die Westlande haben besondere Bogenschützen und so weiter. Also das wurde auch mit berücksichtigt. Dann vor allem voran natürlich die Karte, die Orte, habe ich euch schon alles gezeigt. Ist sehr beeindruckend, wie das alles dargestellt wurde. Ich habe ja auch schon ein Let's Play gespielt mit den Tarlys, auch schon mit der deutschen Mod, die wir hier natürlich auch mitspielen. Beide Mods werde ich euch im Übrigen natürlich verlinken in der Videobeschreibung. Also die Game of Thrones Mod, die wir spielen, und dann noch die deutsche Sub-Mod dazu, die das auf Deutsch übersetzt. Und ich habe auch schon mal, bevor es die deutsche Mod gab, auch ein Let's Play mit Peter Baelish gemacht. Littlefinger. Auch das war eine sehr spannende Angelegenheit. Also, als großer Fan von Game of Thrones freue ich mich schon sehr auf das Event. Game of Courts, wie gesagt, Freitag und Samstag ab 17:30 Uhr live auf allen Kanälen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal bei mir vorbeischaut auf Twitch. Dort werde ich eben die Rolle von Lord Eddard Stark aus dem Norden verkörpern und bin gespannt, welchen Einfluss ich auf das Event haben werde und wie es sich entwickelt und ob es in eine ganz andere Richtung geht. Es wird vor allem am Anfang strategisch sehr spannend werden, aber ich glaube, das Event wird sich weniger von dem Krieg oder von Kriegen tragen, sondern vielmehr von dem Roleplay der ganzen Teilnehmer, die hier mit dabei sind. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr auf das Event freue und der Winter naht. Euer Gaius Julius Caesar.